Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play Armored Warfare und da will ich euch den PT-76 zeigen. Ja, PT-76 ist ein Tier 1 und dementsprechend natürlich sehr früh im Forschungsbaum. Ich habe ihn schon etwas upgraden können, wie man hier sieht. Das heißt, mir fehlt nur noch sozusagen die ganz gute Munition, alles andere. Oh, habe ich schon eingebaut. Und dementsprechend ist doch da schon ein bisschen was am Start. Und was ich mittlerweile immer ganz cool finde, gerade bei Armored Warfare, weil es einfach die Möglichkeit gibt, die Details, die lese ich einfach mal vor, die Chronik. Dieser Leichtpanzer aus der Sowjetära repräsentiert ein neues Fahrzeug. Das ist aber kein Deutsch. Dieser Leichtpanzer aus der Sowjetära repräsentiert eine neue Fahrzeuggeneration. Naja, sollte wohl eine heißen. Und kombiniert Feuerunterstützung mit Aufklärungsfähigkeiten. Von 1951 bis 1969 wurden ungefähr 5000 Stück produziert. Der PT-76 wurde 1951 in Dienst gestellt und ist erste Wahl für viele Regierungen auf der ganzen Welt gewesen, was dazu führte, dass sogar nicht autorisierte Kopien hergestellt wurden. In seiner langen Einsatzgeschichte nahm dieses Fahrzeug an Kampfhandlungen in Südostasien, Westasien und Osteuropa teil. Es wurde aus einfachem Stahl gefertigt und jetzt Hammers aber, wir springen ins Gefecht und schauen, was denn dieses Fahrzeug aus Süd-, West- und Osteuropa so kann. Nun die Karte Hafensturm. Wir sind hier Tier 1 mit unserem PT-76, beziehungsweise in einem T1-Gefecht, so wollte ich sagen. Hafensturm finde ich eine sehr coole Karte, macht mir persönlich sehr viel Spaß. Und dementsprechend hoffe ich doch, dass ich euch die hier auch standesgemäß präsentieren kann. Die ersten Sekunden sind natürlich unspannend. Aber nun geht's los. Durchgeladen haben wir. Okay, da bin ich. Das waren die ersten 6 HP. So schnell sind sie weg. Wie gewonnen, so zerronnen. So, hier die beiden kabbeln sich auch ganz gut, weil der eine den anderen irgendwie um den Haufen fährt. Ich fahre hier sehr gerne in die Stadt. Beziehungsweise in den Hafen selber, weil Stadt ist es jetzt weniger. Aber ihr wisst, was ich meine. Achtet ein bisschen auch auf die Sounds. Also gerade wenn ihr meine früheren Videos gesehen habt, dann werdet ihr eine deutliche Verbesserung merken. Weil das war immer so der größte Kritikpunkt von vielen, so, das ist ja voll der schlechte Sound. Ist es nicht mehr. Definitiv nicht. Nein! So knapp. Besonders wenn er nachgeladen hat oder wenn er nachlädt, finde ich sehr geil. Nicht overpacen, Andi. Das kann doof ausgehen. Uiuiui, hier vorne, da weiß ich, da wurde ich schon das ein oder andere Mal beschossen, weil ich zu schnell den Vorreiter gemacht habe. Mir scheint es gerade zu funktionieren, also fahre ich doch mal weiter. Da ist immer noch nichts. Die kommen jetzt vorne dann. Klasse, Junge. So, jetzt geht der wirkliche Panzerkrieg los. Schade, ich dachte, die kommen da schon rum. Denen ist gleich eine mitgeben können. Er steht bzw. offen. Ah, der hat natürlich jetzt auch schon mit mir gerechnet. Weg ist er.
So, wir warten schön, bis wir nachgeladen haben. Geben jedem mal eine Kelle. Da freuen sie sich richtig. Na, gefällt euch das? Muss ich aber ein bisschen warten, bis mein Team da wieder was macht. Nee, das war nicht gewartet. Ich hatte gehofft, dass da ein bisschen mehr von der Seite schon kommen und was tun. Na, ich piepe auch ein wenig. So gut geht's mir nicht mehr. Ich hoffe, die machen da drüben jetzt den mal weg. Da sind zu viele Gegner und zu wenig Leute, die mich hier unterstützen können. Ich ziehe mich auf jeden Fall mal zurück. Ich würde mich gerne eigentlich weit zurückziehen. Oh, der hört sich echt wie irgendwas ganz Schlimmes an. Also gesund klingt da definitiv anders. So, jetzt bin ich wenigstens wieder bei meinem Team. Naja. Was davon übrig geblieben ist, gell? Na, wo ist er? Oh, hinter mir. Ja, wenigstens den noch mitgenommen. Ah, da war so nicht geschehen. Schade, schade. Ich habe alles getan, was ich konnte. Ihr habt es gesehen. Aber hier in den Cap zu fahren ist übrigens das nicht wirklich Sinnvollste, was man jetzt machen kann. Weil jetzt steht er da wie auf dem Präsentierteller, er hat noch vier Gegner. Und die HP, die er gehabt hätte, hätte er besser einsetzen können. Aber ist ja Tier 1, darf man nicht vergessen. Viele Leute, die hier ebenfalls erst mit dem Spiel anfangen und vielleicht keine großartigen Vorkenntnisse von World of Tanks vielleicht auch haben. Und da darf man das auch mal nachsehen. Auch da ist mal eine Niederlage schon in Ordnung. Jetzt gucken wir mal, was die Endauswertung sagt. Ich hoffe doch, dass da wenigstens ich nicht ganz schlecht dastand. Wir warten mal den Ladescreen ab. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Please hold the line. Bitte warten Sie. So, genug gewartet. So, da gab es doch wenigstens eine Meisterschütze-Abzeichen. 1470 Schaden gemacht. Hier ist die Performance. Da sehen wir nochmal genau an wem wie viel. Assists 3 Stück, 9 erspäht, also erspähen war ich fleißig, habe am zweitmeisten Schaden gemacht. Nur der M113 war hier noch fleißiger, bisschen mehr Schaden, bisschen mehr gespottet. In den Details kann man auch nochmal alles sehen,
was es sozusagen unterm Strich gekostet und gebracht hat. Ja, und von dem her, PT76 finde ich einen sehr schönen Tier 1 und ich hoffe, euch hat er gefallen. Wir sehen uns dann demnächst wieder bei Armored Warfare. Euer Alcaramba.